Mädchen, Buben zusammen Basketball spielen und etwa 1,50 bis 2 Meter gross sind die Unterschiede. Und es ist irgendwie, ich schaue jetzt da seit etwa 10 Minuten zu und ich muss sagen, es ist extrem ein friedliches Spiel, das hier abgeht. Aber weißt du, Monika, es eigentlich... Es hat keinen Schiedsrichter, also ich muss mich gerne mal einen rausholen und ein bisschen fragen, warum das so eigentlich gut eigentlich hätten wir schon gehofft, um dich in der ganz kurzen Hose können bewundern. Das ist jetzt ein bisschen schade, Monika. Die habe ich nicht dabei und meine schöne Jacke, die ich dabei hätte, die hast ja du an. Die gleich. Asmir, den wollte ich nämlich schnell rausholen. Asmir, du spielst seit dem Anfang damit. Ich bin seit dem Anfang, seit 2001 am Bärentyp dabei. Und warum machst du damit? Für mich ist das eigentlich, weil ich selber mein Leben lang gerne Basketball spiele, ist das eigentlich wie ein zusätzliches Training. Und seit dann eben knapp ein Jahr später seit dem Anfang bin ich auch Spielleiter hier beim Bärenacht. Also bist du aufgestiegen hierarchisch? Sozusagen im Aufsteigen, ja. Das ist ja auch ein soziales Projekt, das da mitspielt. Also, dass man die Kids von dem kleinen Basel von der Straße wegbringen. Genau, ja. Also, die Rosengut, das sage ist eigentlich mit der meisten ausländischen Bevölkerung. Und durch das Event möchte man eigentlich sozusagen alle verschiedenen Bevölkerungsarten hier zusammenbringen, zum Basketball spielen. Und das funktioniert scheinbar, hä? Es funktioniert sehr gut. Wir haben bis jetzt keine Probleme gehabt. Also keine Lampen, nichts, kein Fights, obwohl da ja auf den Punkt gespielt wird? Es wird ernst gespielt, ja, aber es ist relativ ruhig immer. Ihr habt ja keinen Schiedsrichter gesehen? Also Schiedsrichter sind eigentlich immer selber. Klar, dass es zwischendurch auch irgendwelche Diskussionen gibt, aber das regelt sich eigentlich von alleine nach der Zeit. Wieso funktioniert das? Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Also, es sind doch Emotionen im Spiel. Eigentlich schon, aber dann sind es einfach ein paar andere Leute von draußen und fragt man die. Oder was wir eigentlich auch so machen, der meint, es war faul gewesen, zum Beispiel, holt sich den Ball, geht an der Dreilinie, wenn er trifft, haben sie den Ball, wenn er nicht trifft, hat die gegnerische Mannschaft den Ball. Ja, und mit den Mädchen? Ich meine, die spielen vielleicht ein bisschen auf einem anderen Niveau, die Kleineren mit den Grossen zusammen. Wieso geht das so gut? Wieso? Ja, eigentlich... Sind ihr so tolerant? Eigentlich, ja, sehr sozusagen sind wir eigentlich tolerant, ja. Also, wir sind eigentlich Mädchen sehr in am Spielen. Ja. Dass sie mitmachen. Und dass sie mitmachen, genau. Du, und funktioniert denn das jetzt? Also, dass ihr wirklich vielleicht weniger auf der Straße rumhängt oder so? Hast du das Gefühl, das ist ein Projekt, das total funktioniert? Das ist eigentlich, finde ich, sehr gut, weil an meinen eigenen Beispielen jetzt im Winter gehe ich eigentlich nicht so gerne raus. Statt dass jetzt in der Heim umhängt, vielleicht der von das schaut, kann eigentlich da hingehen und Basketball spielen. Ich finde das eigentlich eine sehr gute Sache. Okay. Also, du musst wieder mal mitspielen. Ja. Wie viel steht? Ich weiß es nicht. Wie viel steht? Wir sind sicher am Gewinnen, das weiss ich auf jeden Fall. Wer ist am Gewinnen? Ihr gerne. Ja. Wieso sind ihr die Besseren? Sozusagen, ja. Also, ganz viel. Ich habe hier noch jemanden, der da so ein bisschen zuschaut am Rand. Es ist gefährlich. Wieso machst du damit? Ja, ich spiele schon ziemlich lange Basketball und es ist halt einfach gut, es ist gut, das Level Competition. Ja. Ist sehr hoch. Auseinandersetzen. Es ist ziemlich hoch. Zum Teil, oder auf dem Fall jetzt im Moment. Und es ist einfach eine gute Freizeitveranstaltung, finde ich. Es ist gut, dass das gehört. Aber hast du nicht anders, wo du Lust hast zu machen, an einem Samstagabend? Doch, ja. Also ich bin jetzt das erste Mal da. Du bist das erste Mal da? Also, letztes Jahr bin ich fast jeden Abend da. Dieses Jahr bin ich das erste Mal da. Und ja, es ist gut. Es sind viele Leute da. Es wird auch immer wie mehr, umso mehr. Jeden Samstag wird es mehr. Ist es auch ein Ort zum Mädchen kennenlernen? Ich habe meine Freundin, das ist ja okay. Aber ist es ein Ort zum Mädchen kennen? Ich denke schon. Ich meine, letztes Jahr sind eigentlich wenig Frauen da, nur zum Zuschauen. Jetzt sind sie aktiv dabei. Ja. Weil, hört mal, ich wollte nämlich noch schnell... Der Sound ist nämlich auch nicht unwichtig hier. Oh. Es läuft immer ein bisschen Hip-Hop hier in dieser Halle rein. Ich glaube, das ist der Sound, den es braucht. Bist du DJ? Ja. Du bist ein DJ? Ja. Was braucht es für Musik, dass du richtig gut Basketball spielst? Ja, schon Hip-Hop. Weil es ist halt auch einfach der Beat und halt ein bisschen das Härtere, wo die Leute auch animiert, besser mitzumachen. Und das ist der Drive-Beat, ne? Ja, und beim Basketballspielen ist man halt auch einfach ein bisschen aggressiver. Und, ja. Aber sag jetzt mal, du siehst nicht aus, wie wenn du Basketball spielst, ne? Mit dem Halstuch und so. Ja, sagen wir es so. Ab und zu, aber ja, heute weniger. Ich habe vorhin einen Kollegen von dir, der da war, gefragt, ist es ein Ort, um Mädchen kennenzulernen? Nein, weniger. Es ist eher hier, um mit den Kollegen Fun zu haben. Ab und zu, wie heute zum Beispiel, kommen ein paar typische Frauen und dann kann man sie probieren. Aber sonst heute sagen ganz besonders viele Mädchen da, habe ich gehört.
Ja, das wundert mich auch ein bisschen, weil vielleicht eben wegen dem Bett. Jetzt wissen Sie es fertig. Was sind das für Mädchen, die da können wir spielen? Ja, die meisten kenne ich nicht, aber so wie ich mitbekomme, sind das alles auch Mädchen, die Basketball spielen. Das ist normal. Ja, dann lassen wir euch noch ein bisschen spielen. Wir schauen noch ein bisschen zu. Wir haben jetzt eigentlich noch etwa eine halbe Stunde Zeit zum Zuschauen. Es geht nämlich immer bis um eins, wo es hier gespielt wird. Und zwar jeden Samstagabend. Also schon sehr gerne sehen, wenn Monika Scherer auch noch so ein bisschen in die Kurzhose gestiegen wäre und versucht hätte, den Ball oben reinzulassen. Weil beim nächsten weiss ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, ob unser Reporter Chancen bekommt, um sich aktiv an dieser Aktion zu beteiligen. Der Patrick Roh ist nämlich von einer Frauenrunde eingeladen worden. Eine Frauenrunde, die sich regelmässig so in der gleichen Zusammensetzung trifft und miteinander einen Jass klopft. Also, schauen wir mal zu, darf der Patrick Roh mitjassen oder nicht? In 8 Minuten sind wir gescheitert.